Guten Morgen und herzlich willkommen am ersten Webinar vom Center für die Lützebäuer Spruch, die wir live hier aus dem Center für Strassen für streamen. An diesen Zeiten ist es leider nicht möglich, dass man recht persönlich hier empfängt, nicht dran so sein soll. Und dafür haben wir gemerkt, dass heute vielleicht ein flotten Moyen für dann aber mit den Leuten zu kommunizieren und ein bisschen zu erzählen, was ein Center im Moment möchte, was die neuesten Projekte sind. Und notamment wird man heute auch eine neue Buchserie vorstellen, die aufhängt mit dem Band 1. Darauf kommen wir dann hier noch spät. Auf alle Fälle sind dort modern, auf einer modernen Weise die alle Lützebäuer wieder abgegriffen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir noch im Detail. Den Center für die Lützebäuer Sprache ist mit dem Gesetz von 1998, von 2018 gegründet. Und das ist also noch ganz jung. An dem Sinne, dann hat auch recht am Sommer letztes Jahr ein Gesicht gekriegt als Direktor. Du mal den Luc Mertling hier neben dran setzen, der wie gesagt unter dem letzten Sommer hier Direktor ist. An denen eine ganze Kippe überholt vom LOD, vom Lützebäuer Online-Diktionär, die du alle guten. Entschuldigt, mit den Masken, das ist ja nicht immer so einfach. Die du alle guten hier am Center integriert gehen, dann noch hier um dem ganzen Projekt, also neben dem LOD, ist noch ein ganz paar die anderen Projekte, die du dabei kommen sind, darunter mit schaffen. Und auf dem Glück haben wir das Samir setzen, der relativ neu ist, seit ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate sogar, ist nicht genau, um den letzten Stand, was die Chronologie angeht. Mit dem Samir ist wie gesagt, relativ neu an der Equipe, und als am Gang sein Doktorat zu machen, dann hat auch ein ganz paar die Recherchen unter dem Flow an ihm gemacht, wo wir auch nur darüber sprechen, und wohin, wie gesagt, sein Fachsujet als Spruchhistoriker das Flow an ihm. Was schon ein ganz interessantes Sujet ist, wo wir noch, wie gesagt, drauf kommen. Die Herren, guten Mittag oder guten Abend, das ist schon bald da dabei. Ne? Ja, guten Mittag, guten Abend. Wir gehen auch noch gleich, wie gesagt, wir gehen auf der Arbeit vom ZLS an, dann auf die neuesten Projekte, dann noch auf den LOD. Dazu kommen wir noch, schon für drinnen gesagt, den Educationsminister hat den ZLS empfangen als seine Responsabilität, das EFU singen verlängerten Arm, so ein Schlummer für die Exekution von Projekten, von Recherchen und so weiter. Und dafür hat auch den Educationsminister, der Claude Meisch, sich Zeit geholt, für eine Videomassage abzuholen, und für euch dann auch persönlich können an diesem Webinar zu begrüßen. Der Claude Meisch. Leib interessiert unter Lützebäuer Spruch, die Damen und Herren. Den Interesse an dieser Spruch ist enorm, und da tun wir eine Ahnung um Succes von den Publikationen gesehen, die wir an den letzten Main-Konten herausgehen. Zum Beispiel die Wirtschaften Orthographie an die Landkarte mit der Lützebäuer Urzunehmen. Im Center für die Lützebäuer Spruch als Recht 2018 an die Liebe gerufen ging, der Lützebäuer Online-Diktionär gauf an den Center integriert und die Equipe gauf nur ausgebaut, sodass den Moment am ganzen 12 Leute am Center schaffen. Die hat heimat passionierte Leute zu tun, denen etwas unter Lützebäuer Spruch leid, und die wollen helfen, sie einerseits zu erhalten und andererseits weiterzuentwickeln. Ein von den Projekten, die mir besonders im Herzen liegt, geht ein Lob mit Liebe gefüllt, nämlich das Abgreifen von allen Wörtern als Spruch gewünscht. Ein Spruch entwickelt und verändert sich permanent, und das ist auch gut so. Und aber ist es wichtig, Wörter, die riskieren, nach Vergessenheit zu geraten, zu dokumentieren und zu erhalten. Dafür haben wir eine neue Serie von Büchern an die Liebe gerufen, die sich Lützebäuer Wortschatz nennt, und von der den ersten Band an die Librerie kommt. 11 weitere Bände sind an Aufstand von Alkeire Purmen vorgesehen. Das Bücher greifen auf eine flotte Manier alle Wörter an typisch Ausdruck ab und erklären sie. Manche einen kennen den, andere begehen den vielleicht für dich. Auf alle Fall weisen sie, wie reich Lützebäuer Spruch ist und wie die Spruch der Leute umherz leid, weil solche Wörter gehen von dem Center durch die Aktion Wunschwort proposiert. Die Idee von der Serie ist es, die Lust unter Spruch an und ihrer Vielfalt wirklich zu halten, aber wie weiß, vielleicht haben wir den in Zukunft ja das ein oder das andere Wort nächsten Mittags am täglichen Spruch gebraucht. Den Center schafft aber auch und eine ganze Reihe von anderen Projekten, die an den nächsten Main der Jahre Realität gehen. Natürlich wird der letzte Mal Online-Diktionär an einem Stück ausgebaut, übrigens auch mit allen Wörtern, und kriegt neue Funktionalitäten bei. Mit dem Spellchecker und mit Microsoft Office wird eng zusammen geschafft. Lützebäuer Verfassung geht den Amend auf Lützebäuerisch übersät. Am Swivi von der Orthographie kommt ein lohe ganz neues Werbebuch heraus. Derbeste und enger Lützebäuer Grammar sind angelaufen und Forschung rund um Spracherkennung am Lützebäuerischen geht lanciert. Und wir planen auch eine Ausstellung für die Geschichte von der Lützebäuer Spruch
abzuschaffen und zu dokumentieren und natürlich auch an den Kontext von unserer Mehrsprachigkeit zu stellen. Wie ihr seht, lebt es so manches am Kontext von der Lützebäuer Sprache an dem Zentrum für die Lützebäuer Sprache hat, an enger zusammenarbeitet mit dem Kommissär für die Lützebäuer Sprache, mit dem Conseil für die Lützebäuer Sprache und mit vielen anderen institutionellen Partnern eine ganz flotte Dynamik entwickelt. Holt doch dir darunter Dela Friedrich ein Los schon auf die nächsten Publikationen und Projekte. An der Fusch neuer Newsletter vom ZLS geht ihr auf alle Fall alles mit Zeit gewöhnt. Damit könnt ihr viel Interessantes am Kader von einem Webinar gewöhnen, neben dem neuen Buch mit 123 Perlen aus dem Lützebäuer Wortschatz geht es auch um ein paar flotte Etymologien an um die Lützebäuer Flowernim, die ihr bis heute Orientierung am öffentlichen Raum gibt. Ich wünsche euch interessante Momente und hoffe, dass wir uns geschwind auch nächst physisch über die Lützebäuer Sprache können austauschen. Soweit also den Claude Meisch, den kleinen Avant-Goût, gehen wir über die Sachen, über die wir schwätzen. Wie gesagt, der Luc Martling, Direktor vom ZLS und ein Spruchhistoriker des Herrn Meisch, die sitzen hier bei uns an diesem Webinar live von den Strassen. So, wir dann noch, dass ihr Fragen oder Remarken oder Suggestionen könnt ihr rausschicken, wenn eine Internetadresse oder eine E-Mail-Adresse angerichtet, webinar@lod.lu. Da könnt ihr Fragen zum Beispiel rausschicken. Das geht besonders nur interessant, wenn wir über den Wortschatz schwätzen, die ich über Lützebäuer Aal werde, und auch über den Flower nehmen, wo das Herr Meisch, wie gesagt, den Expert dran ist, wo der vielleicht ein oder andere Frau hat. Oder ich frage, wo könnt ihr den hier von einer Straße oder von einer Nuppenstraße oder von einer Platz am Dorf? Vielleicht können wir nicht alles direkt antworten, da muss man da gucken. Aber in Umständen gibt man dann eine Mail machen am Laufe des nächsten Tages, für ob die Fragen zu antworten. Wie gesagt, die Adresse ist webinar@lod.lu. Ein Webinar schreibt ihr in diesem Fall auf Französisch, das ist Hannemat A-I-R-E. Webinar gibt auch Mengen Schulen. Orthografisch ging das auch gut, lauf hier als Mailadresse wäre okay. Manna gut, ja. Luc Martling, die Siedlung, ich hatte für Drogen gesagt, ich war ein Teil über den Joa Direktor vom Center für die Lützebäuer Spruch. Und die hat mit einer Kipplo zu Siedekret, die sind da ganz viele Jahre teilweise um LOD schaffen, mit ganz viel Fleiß im Lützebäuer Online-Diktionär, die auch über LOD.lu natürlich online ist. Wie muss man sich da feststellen, dass so ein Center schafft und zu wie viel Siedler überhaupt? Weil wir sind im Moment zu 12. Es schon dann als ganz große Chance gesehen, dass das Center nicht aus dem Nichts entstanden ist, aber dass es da schon eine Equipe gibt, eine LOD-Equipe, die gut arbeitet war, die eine gute Basisarbeit gemacht hat. Das ist dann ein Pleasure für die Equipe zu kommen. Im Moment müssen wir noch genug Arbeit, dafür sind wir froh, dass wir uns ein bisschen verstärkt haben über die letzten Wochen am Mainz. Das soll ja auch noch ein bisschen weitergehen, was gut ist, weil unsere Arbeit ist ziemlich vielfältig. Am Mittelpunkt steht natürlich immer noch den Diktionär, weil der Diktionär natürlich die große Vorteil hat, dass den Herrn Nodorenser ganz viel kann rausziehen. Notamment Bücher, wie man nach Werte gesehen. Aber ich meine, da tun die meisten Leute, die ich jetzt über Spruch interessieren, mitkriegt. Wir hatten aber noch einen anderen Dada, den es um Herz lucht, der Tisch, der schon ganz weit fortgeschritten war, wie ich gekommen bin, den du nach Schüsse. Quasi publiziert hat müssen gehen, nämlich die Orthographie, die komplettiert, die aktualisierte Version von der Orthographie, die uns natürlich viel beschäftigt hat, weil sie gauf ausgeschafft, sie gauf publiziert, aber natürlich war da eine intensive Notbetreuung zu machen, Kuren zu gehen, Leute hatten Fragen, Leute wollten Erklärungen kriegen, Leute wollten für allem Argumente kriegen, für was ist das da lo, so geregelt, aber ich unterstreiche immer, für mich ist es ein immens größter Schritt noch vier. Wenn ihr den Diktionär als Referenz hält, es sind knapp 1,5% von den Werten affektiert gewirkt, die lo ein Changement kriegen an der Schreibweise, und so dass es dann aber an kleine Grenzen hält. Du hast laut letzter Orthographie annimmt dich profitieren für ein High River 12 zu weisen, dass das ja ein Buch, wird man am wie nun mal der Rest, letztes Jahr im November rausgegeben hat für die Walfa Bischer, die ich dann noch da exklusiv konnte entdecken und noch mitteilen. Das Buch, was gratis ist, das muss ich noch sagen, weil man einfach als Gedurcht und eine Orthographie so accessibel für sich verreden. Das ist schon nicht so evident, dass man sich überhaupt mit dem Sujet beschäftigt, wie schreiben ich da richtig Lützeburg.
Und da soll wenigstens dann doch eine große Accessibilität von dem Produkt haben. Das ist ein Buch, wie gesagt, was ihr auch am Center könnt bestellen, was ihr dann gratis geschickt kriegt. Das ist auch schon mittlerweile ein paar Mal nur gedreht in Fit Feiert, wenn ich mich studieren, oder? Ja, ja, effektiv. Also wir waren ein bisschen überrascht, positiv natürlich, über die Resonanz. Wir hatten vom Gefühl hier schon die Meinung, dass ein großes Nachfrage da wäre, weil viele Fragen einfach nicht beantwortet waren bis zu der Ablauf von der Orthographie. Aber dass die Resonanz wirklich so groß wäre, hat uns einfach überrascht. Mittlerweile haben wir rund 14.000 Kopien verteilt. Für was haben wir sie verteilt? Schulbücher sind mittlerweile gratis, das heißt also so ein Entre les deux, das kann ich noch als Schulbuch angesehen. Außerdem, was lucht uns, was lucht dem Minister um Herz, das ist natürlich die Akzeptanz bei der Orthographie. Wenn wir eine Orthographie machen, die keinen gut findet, die keinen interessiert, wo die Leute nicht dafür Respekt haben, dann hat sie viel Arbeit gemacht für nichts. Umsonst, da bringt sie keine Mappes, weil sie soll a priori ja helfen. Sie soll kein Nerven, sie soll kein Fesseln, sie soll denen Antworten geben, die gerne Antworten hätten und die Mengen auch zu Recht können Antworten fragen. Das liegt die Orthographie, für den Rest soll sie natürlich keinen davon aufhalten zu schreiben, mit einem, der nicht will, den Repair, eine Referenz will kriegen, die kriegen. Und ja, dann ist es natürlich das allerflotzte, was kann geschehen, wenn so ein großes Nachfrage da ist. Und wir werden noch vier und ein vom Jahr noch ein paar neue Upload machen. Wir haben noch ein paar Kopien, also nicht mehr terrible viel, 20, 30 werden wir noch haben. Und wir haben aber schon zwei, drei große Kommanden für die Schulklasse gekriegt, die haben die Leute vertreten und gesagt, hey, Moment, also für ein oder zwei Kopien zu kriegen, das geht noch, mehr dann von Januar an oder ja, also mit Januar an spätestens denken wir schon mal an den Notdruck da und dann kann ich nicht die will serviert gehen. Du hast gesagt, es sind in einem Jahr der Bausse, vielleicht ohne so groß an Detail zu gehen, das ist eine Orthographie, die am Kader vom CPLL, vom letzten Spruchrot ausgeschafft wurde, mit vielen Experten noch, die da dabei waren. Es waren noch öffentliche Konsultationen, wo Jitfrin ein bisschen sehr Pufferkehr konnte beimachen, noch Proposen machen, wo auch mal die ein oder andere mehr exotisch erderweise war, für um die Orthographie rundzugehen. Ich meine, dass du aber ein bisschen ein Mittelweg siehst, gehen ohne groß an die Orthographie von 99 anzugreifen, dass man von mehreren Gängen Felder nach zu beackern, so ein Schlummel oder zu beschaffen, die bis jetzt noch nicht richtig geklärt waren. Natürlich eigentlich ist also die komplette Orthographie so aufgeschafft, dass nicht mehr allzu viel froh bleiben. Kinder sind immer natürlich noch kann, ob die vier Stoßen schießt, das bei der Werbewahler zum Beispiel. Ja. Im Moment nach einem froh, das sind nicht so Details, also schon mal mehr große Modo, aber die Großfelder sind natürlich aufgedeckt. Genau, also sie keine weißen Flecken mehr da. Das ist eigentlich der Hauptavantage von der Orthographie, die man bewusst, da wenn sie auch nicht neue Orthographie genannt haben, weil sie soll so viel wie möglich beibehalten und abgreifen, was viel darüber bestanden hat mit dem Gesetz von 1975 von 1990. Die Stadt war Ziel, das ist nicht darum gegangen, alles zu ändern. Mit das darum gegangen, die Sachen zu klären, die nicht geklärt waren, und ein bisschen mehr die Regeln zu vereinheitlichen. Und ich meine, dass das relativ gut gekommen ist, zu dem Vereinheitlichen, die prominentesten Beispiele sind, dass wir konsequente Waschlüsse vom deutschen Dehnungshaar, die wir effektiv am Lützbüchchen nicht brauchen, weil wir gerne Regeln haben, für die Vokallänge auszudrücken, und ein bisschen mehr konsequent Schreibung vom langen E an der betonten Silben mit zwei Ehen, die viel Frauen abgeworfen wird, die sind aber nur geklärt, die sind gut angeholt. Die Leute im Englisch waren ziemlich dankbar für die meisten Sachen, auch wenn immer mal im Englisch Schreibweis drin ist, die ein bisschen überrascht oder ein bisschen kokasas oder in denen sich muss gewinnen. Aber wir haben aber nur den Vorteil, kann ihnen alles erklären, kann ihnen alles argumentieren und auch für Kind zu brüskieren, also eine größere Toleranz angebaut gehen, da sind zu viele Varianten dran, die im Englisch der Akzeptanz helfen. Der November ist ein traditioneller Monat, wo Bücher auf den Markt kommen. Da tut sich irgendwann so angependelt, auch wenn es Wolfer Bücher, die leider das Jahr nicht sind, aber nicht in der physischen Präsenz. Und das war auch ein Timing hier vom Center. Jetzt so, wir probieren dann noch auf den Wolfer Bücher, ähnlich wie letztes Jahr, die Orthographie auf den Markt zu kommen. Na ja, am Hintergrund sehen wir schon, dass ein Buch rauskommt, also vom Center. Das ein Perlen aus der Lützburger Spruch an Lützburger Wirtschaftsband ähnt. Das ist da sehr lohn, eher ein neuestes Projekt. Wie ist es eigentlich zu der neuen Publikation gekommen? War da ein Demand doch von den Leuten oder wie ist das eigentlich entstanden? Ja, das ist vielschichtig und da sind wir eigentlich eine ganze Party von
Interessen, die an dieselbe Richtung gehen. Das ist natürlich das Optimum, das kann geschehen. Das ist der Wunsch gewirkt vom Minister. Und ich meine sogar, dass ich so, dass es den Herzenswunsch als vom Minister, dass wir den alle Vokabular nicht verlieren, dass wir den noch dokumentieren und auf eine flotte Weise abreden. Das heißt, von der Hinsicht sind wir, ja, sind wir gepusht gehen. Gleichzeitig schaffen natürlich am Center viele Leute, die, wie der Minister gesagt hat, mit Passion und der Arbeit sind, die ein großes Leben tun für die Wirde, die ganz froh sind mit den neuen Wirden, die aber genauso froh sind mit den ein bisschen mehr alten Wirden. Aber wenn dann jemand bei denen hat, könnt, als dann eine optimale Ausgangsbasis dabei kommt, dass man ganz viel Input kriegen von außen, wo Leute so, ah, das tut der Wut, das tut er noch nicht am LOD, können das nicht abholen. Das ist auch von außen als ein Interesse dort. Leute interessieren sich für die Lützburger Sprache, für ihr Spruch, für die Aal, auch für die Neu. Und ja, da kann jemand bei denen hat, und du mal daraus, als ich verliert, wie können wir etwas machen, was accessibel auch hier bleibt für die Leute. Ich meine, wir können natürlich durch den LOD gehen und alles, wo man so, und das schon ein bisschen mehr alt wird, rausfiltern und das dann irgendwie in eine Publikation dixen. Aber dann machen wir nur ein Ziel und wir erschlagen die Leute. Und das wollte man nicht. Wir wollten etwas Einfaches machen. Wir haben am LOD einen ganz strengen, einen ganz rigide Kader, wie sie statt für ein Diktionär gehört. Den haben wir so gesehen beibehalten, just von der Form her, wo man das ein bisschen mehr farbig, ein bisschen mehr digest operiert. Und wir haben nicht direkt 1000 oder 2000 oder 700 Wörter geholt. Wir haben eine flotte kleine Schwa gemacht. Dafür hast du dann noch den Untertitel 123 Perlen aus der Lützburger Sprache. Und wir haben die Schwa so gesehen noch nicht mehr lang gemacht. Wir hatten am Sommer eine Aktion Wunschwort, wo die Leute als Sache konnten proposieren, also wo sie sich konnten Wörter wünschen oder Eis konnten mitteilen, die da Wörter fanden wir partikulär immer flott. Die hat ja schon am Diktionär oder die am Diktionär noch gefehlt. Wir waren ein bisschen auch da überwältigt von der Kreativität von den Leuten, weil wir haben schon so viel noch rausgeprintet, das sind ja nur 5, 6, die auf der Seite wieder gehen, die wir so rakriert haben. Natürlich waren wir froh, wenn wir jetzt schon eine Melodie hatten, wir waren aber genauso froh, wenn wir noch nicht hatten, weil wir wussten, hey, du hast noch einen, das haben wir gebraucht, das können wir noch mal abholen. Und da sind wir drüber gegangen, wie ein DAX und ein Spruch kann drüber gehen. Wir haben ein bisschen die Kappspiele gelos. Das heißt, wir haben die ganze Bandbreite von den Wortarten aufgedeckt. Wir haben Interjektionen, wir haben Substantiven, Adjektiven, Adverben mit abgeholt, für das ein bisschen die Variation dran kommt. Und gleichzeitig haben wir natürlich Terzspiele gelos. Wie wir da berühren uns direkt, wie wir da sind einfach vom Klang hier flott. Ich muss mal an Fakasma Tuckeln denken, was einfach es scheint wohl, dass teilweise schon onomatopoetisch an ja, du hast dann auf 123 geeinigt. Schwerer Exercice, von dem da so viel Schwer hört. Du hast da Jitrin gefragt, sind die da gut, sind die nicht gut. Und trotzdem sind sie nicht einfach so publiziert gehen, aber die sind eigentlich alle durch unseren Komitee der Relektur kontrolliert gehen. Stimmt das? Ist das richtig? Klappt das mit den Übersetzungen? Sind Beispielsätze korrekt, entspricht das dem Gebrauch, haben alle gut Sinne von dem Wort aufgedeckt, sodass wir wirklich mengenisch eine ganz gute Qualitätskontrolle haben. Und wenn das Resultat gut aufkommt, dann mengenisch haben wir das nicht verkehrt gemacht. Die Aktion Wunsch, wo du geschwärt, die auf Twitter lanciert hat, ein Ziel oder eine Finalität von der Aktion war ja eigentlich auch für vielleicht wieder ranzukriegen, die man noch gar nicht kannte oder nicht um Radar hat. Aber hat er natürlich auch noch ein altes Wörterbuch, das Luxemburger Wörterbuch, wie noch vielleicht nicht kann darauf angehen. Das haben wir den Device gerade drauf, wo natürlich auch ganz viele dort Wörter dokumentiert sind. Das heißt, Gott, ein helle Wohl, und das ist natürlich mein schwer für die 123 rauszufiltern, ich meine, das ist klar. Buch hat etwas über 100 Seiten, wenn ich mich nicht irre. 96, den Interieur, ja. Und was schlägt sich eigentlich ab, das ist wirklich ganz farbig und erlebisch gemacht und noch nicht riesig viel Text an dem Sinn, weil da nicht, man hat zu tun, da sind Leute nicht viel überfordert, aber
das einfach kurz und knapp, der den eigentlich relativ sehr einen Ableck kriegt. Und sind noch Übersetzungen natürlich dran, wo ihn da vielleicht an einen anderen Spruch mehr mit dem Wort kann direkt aufhängen. Als zu kriegen an die Librerie für 10 Euro? Für 10 Euro, ja. Wir wollten noch da etwas Accessibles machen, nicht zu teures, weil es ja aber um Promotion von der Spruch geht. Mist mittlerweile an den Librerien angekommen sind oder so, als dann drüber und drunter, dass es in den Librerien ausgeliefert wird. Das heißt, wenn die von das an den nächsten Tag müssen dann da zu fahren sind. Aber wenn man so ein Lützburger Wortschatzband 1, da wäre schon Band 2 und 3, oder wäre das so geplant? Das eigentlich ging sich so passen, dass man da nicht ging beim Band 1 los. Und, ja, also Ziel ist ganz ambitiös, wir wollen da 12 machen. Wir haben mal überall Arbeitstitel auf die Insel Ben gesagt, da sind wir ein bisschen flexibel. Wir konnten noch heute schon einen ersten Input. Ah, die hat noch wieder geholt, während nicht etwas mit Sprüch oder Redensarten für den Band 2. Dem Input geben wir absolut recht, denn das ist auch als Ziel. Also wir haben den Band 2 schon an der Mach. Den hast vier geplant, so echt ein Feierl vom nächsten Jahr, müssen wir den schon brett tun. Und da haben wir Sprüch, also Redensarten, Ausdruck aus der Lützburger Spruch geholt, die natürlich dann mit tricky sind zu übersetzen, aber das haben wir aber auch gekriegt, auch haben wir ein bisschen Hilfe von Bäuse geholt. Manchmal geht gerade so flott. Und da kann ich natürlich auch überlegen, ob ich mich später vielleicht ein bisschen mehr etwas Thematisches machen will. Wir hatten eine Publikation an einer Tageszeitung für ein paar Monate. Da hatten wir die Lützburger Nimm von Kräuter, Gewürzen, Nüsse und Obst. Das ging ich immens flott von, wenn ich das auch als Dokumentation hatte, also als Publikation an einem Buch. Manchmal kann ich noch immens flott illustrieren. Dann haben wir Bereiche, die die Leute immer ausschwätzen. Nimm von kleinen Tieren oder nimm von Tieren überhaupt. Das ist etwas, wo die Leute einfach empfänglich dafür sind. Da sind sie interessiert drin, inklusive Variation, das heißt, wie viel Nimm haben wir für Sejomes, wie viel Nimm haben wir für Piper Lake. Das ist schon etwas, was die Leute auch ausspricht. Das heißt, kann auch in die Richtung gehen. Wir haben evaluiert, ein bisschen in Richtung Wein zu gehen, an Drippen. Die hatten wir nämlich auch schon abgeschafft. Das heißt, da kann ich vielleicht ein bisschen mehr ziblieren. Das Ham schafft unter anderem bei uns eine spruchhistorische Annotation vom Renat. Das heißt, der Renat ist einfach nicht nur ein literarisches Werk, sondern auch ein immens reiches, flottes Vokabular dran. Das heißt, wir werden nicht ein Spin-off davon machen, an einzelnen Versen rausholen, wo ihn dann Männer den Akzent legt auf das Literarische, wo ihn dann sieht, wir sind zwei, drei flott wieder dran und die gehen dann erklärt. Also, ich meine, wir haben da genug Material, für das immens flott abzubereiten. Und wenn einer eine super Idee hat, kann er uns nach gerne rausschicken, weil das nach Masto, die kann manipuliert gehen. Das ist das dann nicht stehgemäß. Das ist 12 Pensil immer geplant, dann gucken, ob es dann noch eine zweite Season geht, wie in einer Serie geschwätzt. Hannes, ich will mal bei dem Buch, also wirklich, ich will mal nur ein Raststärchen, das ist ja aber das Flotz bei den Büchern. Und vielleicht denke ich auch ein bisschen mehr auf den Inhalt anzugehen. Die eingesehene Gewalt, wurde gefällt Ihnen oder auch nicht, weit gesagt, der Spruchhistoriker eigentlich an einem Wort. Wie geht ein Spruchhistoriker? Ich werde morgen zum Beispiel beim Osteopathen, der sagt, ich gucke in alle guten Leute, wie sie Lernschmisch gehen oder Lernschmisch schlafen. Ich habe gesehen, scheint sie Lernschmisch schlafen und müsste das und das. Wie geht die Spruchhistorik? Hast du noch eine Deformation professionell? Sie beide Wort abteilt, so ups. Ah, definitiv. Also, da kann ich ja nicht so. Ich gucke ihn auch alles an, ob das nur Nähen ist oder Alert oder Schauven. Ich fand ihn alles interessant. Das ist schon klar und du hast eben auch, da kriege ich schon nicht raus, das ist ganz klar. Wie in der Ruhe geht, das muss so sein, brauchen immer etwas zu vergleichen. Lützeburg ist relativ spät belöscht, also wie wir wissen, also dann textlicher Form wirklich ganz, ganz spät nicht mehr abkommen. Für etwas uns zu vergleichen, muss ich dann an einer deutschen Dialekt gucken, an einer germanischen Sprache. Ganz viel, ich meinen Doktor habe, ich gucke nicht an Holländisch dran, an Friesisch zum Beispiel, Nordfriesisch. Und du musst ihn da gucken, da den ähnlich wiederfindet, wie man den zu vergleichen. Und da kann ich gucken, hört er das man den zu den, ja, nee, dann da gibt es relativ viel technische Materialien, die so sieht. Also als Spruchhistoriker hört sein Handwerkszeug so, geht dann verdrimmt, da die weiß, wie haben sich gewiss lauter regulär verändert. Das ist nämlich dadurch, dass er herausfindet, dass die Sachen nicht sich von denen zusammenhängen. Und wir sind dann alles ein bisschen mit den vergleichen. Ganz oft, dass es so, gerade bei euch auch,
viele Sachen kommen aus dem Französischen, aber nur nicht aus dem Französischen, sondern sogar aus dem Lateinischen schon. Oder sogar so ganz einfach wie, die Mauer, geht das auch am Deutschen, geht bei uns, kennt das im Lateinischen. Die Latenger haben, Römer besser gesagt, haben eine Zuchtmauer gebaut, die den Germanen gar nicht bekannt war. Mit den Stängen, dass die das so die Bauweise nicht kann, sind einfach das ganz zu, die wir holen. Das ist gerade spannend. Und das geht von bis, also wirklich von den kleinsten Sachen bis die größten Sachen an. Das ist immer das Schlimmste. Es gibt immer Sachen, die wo einfach kein gutes Antwort haben. Es gibt einfach Sachen, die sind irgendwie halb von der Zeit versteckt gehen und man muss ihn dann irgendwann abhalten also, und dem erlebt, ich muss los Stuhl los. Ich fand gerade da, dass das spannend in der Spruch, dass den lang muss Heinz du sichern und Heinz du fände ihn eng einfach und Heinz du fände ihn eben kein. Das sind immer die, wo ich oben zwackig gehe, aber meine Idee holen und dann Diktionär gucken gehen, aber geht das nicht dazu, so wird noch irgendwie. Das ist aber genau das, ja, ja. Die Themen die noch immer nach weiter, also das ist ein ganz kreativer Prozess in dem Sinne. Was die Etymologie nun geht, vielleicht für ein anhand von zwei Beispielen zu erklären, ich habe mal ein Kapötchen rausgesicht als Wort oder auch nach Kabeißen. Was muss ich sich da, wie geht denn und so weiter hin? Wenn du willst, fange ich mal am Kabeißen an, weil alle Beats sind nicht einfach. Geht immer ein echter Weg. Ich muss nicht mehr wissen, wo hält den ab, wo nicht. Fangen wir mal am Kabeißen an, weißt du, du schein, ne? Du siehst es. Ja. Du hast Kabeißen. Kabeißen, das geht übrigens auch im Deutschen als Kabeußchen, also aber im Deutschen definitiv als aus dem Hechtdeutschen, aus dem Niederdeutschen entlehnt. Und das ist auch so, dass du eine ursprüngliche Wortform war Kabus oder Kabuse. Und du kann bei uns ganz einfach Kabaus oder Kabeißchen gehen. Das ist auch so, dass du nicht ganz genau klar ist, wo das Tier kommt. Das ist eventuell möglich, einen Zusammenhang zu finden mit Kabin zum Beispiel oder Kabin, weil das ist im Französischen kennt, aber von einem latinischen, spätlatinischen Wort Cabana, wo da aber nicht genau klar ist, wo das Orlo hier kennt. Aber wann du einen Zusammenhang hast, dann ist es dann so, dass das irgendwie ein Zucht Hütz oder ein nicht permanente Befestigung da bezeichnet oder ein Zucht Zelt eventuell auch. Das, die beste Etymologie, da sind wir davon ausgegangen, dass die Kabin neu interpretiert gehen lassen und dann ein Hausdruck gesagt gehen lassen. Das Kabin als Kap. Quasi Kaphaus gemacht gehen. Und du gehst dann Kaweißchen hier kommen. Das ist aber problematisch auch. Was aber klar ist, dass ein ganz klaren Link zum Niederdeutschen, den man bei vielen Wirten auch gesehen. Einfach, weil wir auch linguistisch gesehen an dem mitteldeutschen Raum sind. Das ist nicht alles Hechtdeutsch oder so. Kapötchen, das ist genauso eng. halb einfach, halb kompliziert. Also, definitiv ist es im Romanischen, ganz klar. Geht es auch im Französischen. Französischen, wahrscheinlich ist es im Italienischen. Da gibt es einen ganz, ganz langen Artikel am Lessico Etymologico Italiano, den ganz spannend ist. Ich meine, 77 Seiten über Kapötchen und Aufledungen. Ganz, ja, ganz spannend. Das ist so, dass das irgendwie etwas mit dem Lateinisch wird Caput zu tun hat. Caput, das Kap. Das ist aber, da muss ich noch unterscheiden, gedenken, semantisch, über Überschneidung, mit der Bedeutung, aber geht auch ein Formal. Formal hier natürlich ist, wie es genau Form vom Wort. Ein Formal geht es hier nicht, weil die wahrscheinlich zu trennen sind. Das wird kaputt, das Ganze einfach zu stimulieren. Du gehst nochmal Latinisch, so geht das Latinisch raus und dann Germanisch, das ist ein Spruch, der in der Wissenschaft postuliert wird, wo eben auch Germanisch, dann Griechisch und Latinisch hier kein. Das Wort kaputt wird aus dem Wort habt zu dienen, zum Beispiel. Habt hat früher oder auf Deutsch Haupt noch das Haupt, das Antlitz, das den fiechten Teil vom Kopf und Kopf wird quasi früher der Teil hönnisch gehecht. Was zum Beispiel interessant ist, beim das habt wird auch am Lützebäuer Wort Heder, das ist wie Englisch hat, das ist ein Heder-Zalot, also ein Kopf-Zalot. Ich habe Kapötchen zurückzukommen, das wird auch zu dienen, man wird Cappuccino, kaputz. Kapuziner, der Cappuccino ist auch nehmen der Kapuziner, in dem Sinn, wie man am Österreichischen kennt. Kapuziner-Mönch sind nur ihrer Kapuz benannt, dass wir das Wort hier kennen. Kapuz, diese gedrohen. Und das kennt wahrscheinlich von einem Wort Kappa, was nehmen Kapuz heißt, aber dem Kappa, du hältst dann ab. Du sind wir am Lateinischen, am Mittelalter, schon im frühen Mittelalter. Und gehe ich da schäden sich, wo das Wort hier kennen, da sehe ich von denen wenige Wirder, die, wo da gesucht wird, dass das dann. Nach ihr Latenger hei und Rema angewandert sind, haben Leute schon irgendwie so etwas geschworen, das muss das gewesen sein. Und du, wie gesagt, ich hätte gesagt, und irgendwann hält das ab und dann. Ja. Kann ich nicht, wie schätze, wie lange so eine Recherche, eine etymologische Recherche an einem Wort dauert, also das ist extrem unterschiedlich? Das ist extrem unterschiedlich. Also du gehst dann so Sachen, gehen die straightforward sind, du gehst dann aber auch verschiedene, gehen dann die
sehr gehen, mehr auch eine Etymologie wie vom Wort nähen zum Beispiel, die prinzipiell ganz einfach ist, wenn man wissenschaftlich geht und will ich sicher gehen, dauert lang. Nähen heißt übrigens einfach nicht ein, ganz einfach. Das ist einfach, mich für dann alles zu vergleichen und zu gucken, das dauert lang, weil das wird einfach so viel gibt und so viele Sprüche. Da gibt es dann andere, wie bon, Jauven hatte ich zum Beispiel, denke ich, um das Schleien. Das ist zum Beispiel den, wo ich es dann immer rimwerklich gesehen, weil ich bis heute noch keine gute Erklärung von tun. Und da gibt es dann andere, die dann einfach zu machen sind, und da geht das ganz gut. Mit dem Problem ist immer, geht immer nur so gut, wie es vergleichbar ist. Also wenn ich nicht mehr hört, dann also die sind von fertig und dann kann ich jetzt eine Hypothese machen und dann also ein Dreck zwischen mein aus mein konkret aus so wie lange da den du schafft ja. Weil ich mit spatzen Ohren halt nur lauschen, aber wenn er zu heiß greift, da grummeln ist, aber wenn er zu niedrig greift, dann geht den Druck zu heiß, dann zu viel Etymologie muss liefern. Ja, der viel muss man aufpassen, ne? Das ist noch alles am der Markt. Nee. Also es geht immer so, ich finde früher als Student noch schon mit dem logischen Dictionär vom Allhudeutsche Matt geschafft. Und du hast immer gesagt, ein bis zwei Etymologien pro Woche, wenn du so gut möchtest. Und dann, also da muss so, dass dann ein, zwei Wochen dauert, dann ein, also wenn du eine Woche in der Feier hinkriegst, dann hängt dann immer wirklich schon Wörter auf. Dann denke ich nicht mehr da. Vielleicht noch ein paar daran erinnern, dass wir ein Internet- und ein E-Mail-Adresse gerichtet haben, webinar@lod.lu. Wenn da Fragen hat, zum Beispiel zu Wörter oder auch Hanno, das Flow annehmen, wo wir noch drauf kommen, da könnt ihr die ruhig rausschreiben, Webinar, übrigens Französisch geschrieben, das ist Hannen A-I-R-E. Ich wollte auch noch vielleicht das ein oder andere Wort aus dem Buch abgreifen. Schon muss ganz ehrlich schon die meisten wieder kommt, irgendwie. Vielleicht nicht am aktiven Wortschatz oder am Wortgebrauch, aber am irgendwie gespeichert. Aber bei Pur sind ja auch stutzig. Zum Beispiel gewürdig. Nie höre für dich. Da muss ich verbessern, dass gewürdig so gut. Und das tut auch nicht höre, weil ursprünglich wird eigentlich bei uns nämlich am Renat geht nach Wort Fürder, was nehmen das gleich Wort Vater aus. Im Hundert wird ja nämlich bei uns, im Renat wird noch dran. Gefürdig, also einfach ist das, was dem Pap zugehörig ist. Also gebe ich nur ganz, ganz graf und linguistisch ausdrücken, das meistens dann die Frau von der Pappe sei zum Beispiel. Das wird dann auch schon ganz frei am Allhudeichen, am Mittelalter, die Vater ist dann zum Beispiel den Peter und die Vaterin, da haben wir dann also die Gierde an dem Genre. Da gibt es eine schöne Aufleitung und auch wie die Ösch-Endungen da funktionieren. Das hat uns Mitarbeiterin Caroline Dömer schön erklärt für ein paar Wochen um 100,7. Da könnt ihr dann da noch gucken. Das ist ganz klar, heute ist erstmal wird Papp zu sehen. Dann haben wir Jaus oder Jausisch. Das ist kein Antwort, das ist wie Jauven. Das ist irgendwie ein bisschen wirklich gehalten. Sind die beste Antwort, die ich kann geben, ist, dass ihr das Französische kennt, und zwar ist es mittelalterlich Französisch. Und da gibt es dann am Mittel, also unterschiede noch zwischen Neufranzösisch, Mittelfranzösisch, Altfranzösisch und Mittelfranzösisch gibt es Wort Gase, was da in einer Form Jase gibt, was wahrscheinlich als Jaus dann du hast. Und das geht dann, also das heißt so viel wie Gacke schwätzen, Witze machen und Seher schwätzen. Und das geht dann zurück auf ein Altfranzösisch oder ein Altfranzösisch Wort, das heißt Gap am Plural Gas, was nicht mehr witzig. Also Gase ist da wirklich Witze machen und du kennst als Wort Jaus, Jausisch, dann du wohl hier, wohl so nicht, weil du musst dich noch viel mehr lang angucken. Den Unterschied zwischen Jaus und Jaus ist wahrscheinlich kommen durch, wenn man das Wort Jauven auch holen irgendwo. Da bin ich mir sicher, dass irgendeine Verbindung da, das Leute das gesehen haben und dann den Auto draus gemacht haben. Ich kriege gerade eine Reaktion von einer Person, die Englisch schreibt. Und da geht es die Opfer für englische Sprache schleit. Da kann ich vielleicht eine Klammer abmachen. Wenn es mir können wir dann doch Englisch machen. Denn der Michael Olson wrote us that he asks for English speaking persons what they can do to learn or to get to know more about Luxembourgish. And there's quite an interesting project that is going on concerning the orthography. Ah, yes. First, we have English translations in the LOD, and they are consulted quite well. So this encouraged us to make a translation of the, how to say, spelling standard word work of Josie Brown, Einspruch richtig schreiben, how to write our language correctly.
And to make a translation into the English language, we have it here. It's the green one, so the Luxembourgish version is the blue one. And we now have also made an English version, that's the green one. And to be complete, we also have done a French version. If I can interject here for the English learners, actually, what is great about this book, it's not a Luxembourgish language teaching book, but you have a lot of these Luxembourgish idioms that are explained there, also in English, but also not a literal translation, but what they actually would mean in English, which is very great to learn a language, because there's stuff that you can never translate. And here you have it in a way that at least you can understand it, so that's great. So I liked it a lot. And this book will also be very soon in our bookstore, so yeah, it should have to watch for it. Available in a few days, and it will cost €15. Mm-hmm. And as Sam said, it's not only spelling, but you get a whole more information about the language and also Luxembourg. So thank you, Mr. Olsen, for your question. Webinar at lod.lu ist dann die Adresse, wo ihr vielleicht sonst nach früher könnt rausschicken. Vielleicht noch ein letztes Wort aus dem Buch, Poets. Ja, das ist spannend. Ne? Poets, wir haben am letzten Buch auch das Wort Poten, also Fanger und Patten. Ne? Poets als direkt kennt von den Poten, ganz klar, als eine Aufledung davon. Poets als ja ein Deutsch in Prise, ein Prise oder auf Englisch Pinch. Prise und Pinch, Deutsch und Englisch kommen definitiv aus dem Französischen. Bei uns vielleicht auch, aber so ein vielleicht, weil das nicht ganz klar. Wir haben noch das Wort Patten. Patten wird kennt doch viel aus dem Französischen. Möchte mehr sein. Eine andere Version als Mäschlich. Mit Wort Pot als problematisch. Weil das eben auch ein Wort, wo geht das streiten, das geht sowohl am Germanischen wie am Romanischen, vor allem auch am Französischen ganz viel mehr, aber auch an vielen Deutschen, an nicht nur in Deutschen, aber auch holländischen Dialekten und so weiter. Und wir sehen nicht genau, wo es hier kommt. Weil ihr wisst, dass ihr was Fränkisch, ein bisschen den Französisch, der Franc, das kennt ihr hier, da war ein Echange, dass ihr was Fränkisch, dass das Wort hin und her kommt. Wir sind aber nicht in welche Richtung. Und das ist nicht ganz sicher. Was aber interessant ist, geht in Num, das ist der antiker Zeit, der in einer Inschrift von Kinas zu Arel, das schicke ich nicht weiter, so weiß von das. Eine Person, die Pauto geheischt wird, die, wo in der Nummer davon ausgeht, dass das Thema der großen Hände gewicht, dass das eventuell etwas zu dienen, dann, wie gesagt, gehe ich da schäden sich, was klar ist, dass das besonders wird, irgendwie wahrscheinlich nach vier der Latenger geschwärmt Kinas, und dass dann irgendwie vielleicht keltisch, auch am keltischen, am gallischen, von dem Ball nicht, dass da irgendwie möglich wäre, dass dann für etwas von einem Spruch, die hier geschwärmt Kinas, wo ihn aber sonst kein Dokument hat. Und da muss ich nochmal sagen, das ist nicht so, dass vier römischen nicht mehr keltisch geschwärmt Kinas und sonst nicht. Da gibt es ganz viele andere Sprüche. Und keltisch ist nicht so viel überall geschwärmt, wie Leute haben zu meinen. Ich kann bei der Etymologie nicht helfen, mehr Poets, da sind ich mir aber sicher, weil ein von denen wird, der als Wunsch für dran gemeldet, Jauven auch an Teufelbleibskirchen. Also wir haben schon probiert, ganz viel Input dafür zu sammeln an Poets, also scheint für. Du hast Input, da ging ich das Stichwort Output holen, du hast eine ganze Party Output als Center, wo da an Zeitungen, an Tageszeitungen, an Wochenzeitungen offen macht, für Artikeln, für Aufsätze rund um ein Thema, für Sachen abzuschaffen, weil einfach immens Interesse ganz groß ist bei den Leuten. Und dementsprechend auch bei der Presse, du denkst eine Rubrik um 100,7, das wird auch schon daneben gehen. Das heißt, wir gehen immer nicht so ja, Produkten, die am ZLS am Funk entstanden sind. Es geht auch an der Warte, also auch wird für diese Tenten, denke ich, Ugänge gehen. Da kommen ja auch eine ganze Partie Volksmythologie in zusammen. Was tut das dann nochmal auf sich? Ja, für diese Matenten, eine Volksetymologie. Eine Volksetymologie ist eine falsche Etymologie in dem Sinn. Das ist eine Etymologie, wo das Wort go wird, nämlich an der Spruch oder nämlich an der Form. Du musst verstehen, Spruch funktioniert so, dass den alles probiert, irgendwie zu analysieren. Und das heißt, eine Volksetymologie ist ein wissenschaftlicher Ausdruck, für zu sagen, Leute und Freunde nicht kennt und probiert es neu zu interpretieren. Und bei vielen Matenten, da gibt es also die zu kennen, Fils de Matente, dann Visite Matente, Visite Matente, das auch zu Frankfurt gesucht gehen,
Da hast du immer gesagt, ja, aber das Kind aus der napoleonischen Zeit, was klar ist, das war das Femial wie das. Und dann konnte ich schon mal wieder schauen, dass das du hier kennst, dass das der napoleonischen Zeit kennt. Das ist ein interessantes Wort. Remind war das im Lateinischen kennt, hier ist der Kanzleispruch, ist der Beamtenspruch. Das wird ursprünglich gesagt, wie sie Patentes, also dass Patente quasi geguckt sind, dass sie überprüft sind. Und dass du nur auf diese Matenten das quasi Leute und die Gag gemacht mit der Beamtenspruch, dass das zu viel kompliziert und zu viel Hürden. Das war im Mittelalter schon genauso wie heute. Leute und die Gag haben das gemacht. Und du kennst das, das wird dann sich nicht hin. Hier, das lässt sich einfach nicht mehr drüber lustig machen. Das beginnt dann aber noch ein zusammen am Ja, ja, ich meine, also dann ist es einfach noch aktiv am Gebrauch. Ja. Das ist einfach ein flott Wort. Das ist schon die Erklärung, die Mial-Erklärung, die wahrscheinlich dann richtig ist. Ich fand die super. Aber die neue Volksetymologie mit Visite ma tante, dass Saloten dazu Frauen gesagt hätten, die natürlich auch, dass diese Channel, dass die weit verbreitet ist, kann ich natürlich auch noch vollziehen, auch wenn sie nicht zu belehren, also im Gegensatz zu der Milatengischen. Nicht zu belegen, das ist alles. Vor allem, was von der Gegenbewerb belegt wird. Eine interessante Volksetymologie, das fand ich, da kommt man flohen, nehmen wir an, der Baumbüsch. Baumbüsch ist auch ein Floh, eine Volksetymologie. Büsche sind nicht benannt nur einen Baum, sie benannt nur spezielle Bäume, also Birkenbücher zum Beispiel. So. Der Baumbüsch ist zum Beispiel ein Bannbüsch gewesen. Und der Bann, wie man das noch im Itzischer Bann kennen zum Beispiel, oder im Reiserbann, das ist ein administrativ Andelung gewesen von was der Bann heute werden nicht gemengen oder so etwas. Und der Bann ist der Büsch, der speziell den aus, wo den der Bann zugehörig war. Und du kennst dann das auch hier. Das ist ein gutes Beispiel für eine Volksetymologie, die auch heute ist, das nach vieler Benutzung ist. Wir haben auch eine frohe Rakrete oder eine Remark von einem Ausländer, den seit einer Zeit zu Lützeburg lebt. Dann gebe ich den Namen von einem kurzen Buch, Männer wie 100 Seiten wissen, wie das ursprüngliche Plötzebüsch geschrieben gauf und ob der moderne Orthographie auf Plötzebüsch fühlbar ist. Wie muss mehr sein, Firas? Also, wie gesagt, da kann ich so, und das als Spruch richtig schreiben von Josie Braun, wo man ja also vom Zentrum in dem Sinn reeditiert gehen. Mama Kor natürlich von den Ehefe von Josie Braun, also das war alles Martinen Eng aufgeschwert, es war noch ganz groß, wie du können Mat zu schaffen an dem Sinn. Und das Buch ist nur auf Französisch und auf Englisch rauskommen, wo ich in dem Sinn kann lehren, Lützeburg schreiben. Und was den anderen Teil von der Frau geht, gucken wir nur effektiv dann schriftlich zu antworten. Wie gesagt, webinar.lod.lu könnt ihr eine Frau nachschicken, wenn ihr da Sachen habt. Schon Steckenpferd hatte ich am LOD für drunne nur gesicht gehabt, für auf den Steckenpferd zu kommen. Dada, oder da, die war gesagt, wo Lützeburg ist. Da gebe ich mal so einen Dada sehen, das Flow an ihm effektiv. Ich muss schon für ein bisschen für drunter über geschwärzt. Auch beim Bösch, wie gesagt, wie viel Flow an ihm geht es dann zuletzt, was kann der da schätzen? Da gibt es mehr Antworten. Ich ging so nee. Weil Flow an ihm ist etwas, was das gauf und immer gewährt an die kommenden Gien, heißt du. An meiner Doktor beschafft nicht mal über 200.000 Belehrer für Flow an ihm. Da sind aber auch welche dabei, die Dürbel dran sind, zum Beispiel dann verschiedene Schreibungen. Oder von selbst Plätzen, wo man sich aber ein bisschen gerne hat oder so Sachen. Das ist so, dass am Kataster ging ein besonderer 35.000 Flohen ihm gefordert. Und das ist aber davon auszugehen, dass ein 35.000 bis 40.000 Flohen ihm im Umgang war oder das ist ein wahrscheinlich Zoll, der den du kann ausgehen, die gleichzeitig benutzt sind. Und das ist der Punkt, das ist immer gleichzeitig, weil das ist immer ein Platz, das wird benannt, weil ein Referenz auf Platz gemacht wird, dass Schwätzen immer, und ich darüber schwätzen, dass Flow an ihm sind eine Zucht mentale GPS, ihr das Karten an alles gekauft. Karten sind noch relativ modern. Flow an ihm, das Konzept von Flow an ihm ist relativ wahr. Und das ist dann eben so, wenn ein Platz nämlich wichtig ist für die Leute, dann ist sie nämlich benannt, gehen, beziehungsweise einfach wissen, ein Platz ist ja verloren gegangen. Da sind wir bei uns auch, sie sind viel Flow an ihm sind zum Teil verloren gegangen, weil viele Plätze einfach nämlich wichtig waren am Dorf. Sie kommen nur immer rum, viel neue Lottissemente, da sind, fragt mich zum Beispiel ganz viel, die neue Lottissemente gehen ganz oft nur Flo an ihm benannt. Also das ist auch ein schönes neues Mode, dass viele Straßen nur Flo an ihm benannt sind. Das ist auch ganz, ganz flott. Zum Dada muss ich sagen, als Spruchhistoriker hält immer die beste
beste Quelle, die es gibt. Und für Lützeburg gibt es leider nicht viel gute Quellen. Und Flo und ihm waren da das Beste, dafür sind ich da quasi rausgerutscht. Und ich muss sagen, dass ich da gehen, das ist ganz klar. Ja. Muss ich effektiv sagen, dass ich ein Sujet immens gut dokumentiert habe, wenn ich mal im Kadasterplan effektiv guckt, von seinem Dorf. Da finde den eine ganze Party nehmen, wie die wahrscheinlich noch nie hören wird, Felder und so weiter. Das heißt, da könnt alles aus der Zeit von den, ja, von den Bauern, wo vielleicht noch Terrain mehr wichtig wäre, wo die Grenzen noch mehr, wo die Leute mehr Kleinterrain hatten und so weiter. Das heißt, das ist am Funk drums gegangen, wahrscheinlich für zu demarkieren und für zu so am Bruch als Mächtig und meint das am Wiesfeld oder so. Also ganz klar für die Kadaster, ja. Die Flohen nehmen sind an den Kadaster abgeholt, weil die Flohen waren rechtsspannend. Die waren bei uns noch rechtsspannend bis Anfang des letzten Jahrhunderts. Die sind heute da ja immer noch, weil dann etwas verkauft wird oder wenn Akten dran sind, stehen die ganz oft noch dabei. Das ist eine historische Tradition, obwohl Kadasternummern sich natürlich das. Das ist ganz, also recht spannend, das heute wichtig. Das wichtigste Wort, das war, weil natürlich müsst ihr wissen, wo ihr da drin findet. Wenn ihr an Akte guckt, es an die Weißtümer zum Beispiel, das Mittelalter, wenn du einen Platz benannt hast und hast du dann so benannt gehen, dann nur die Flohen nehmen als Grenze, wie sie markiert, die Tschei gesagt. Das heißt aber nicht, dass alle Flohen im Kadaster aus, auch einfach nur alle Flohen, die nicht gehen. Da sind wir nämlich dort abgeholt, die 14 markieren. So kann da mehr gewicht sein. Also die Flohen kommen dann vier, wenn eine Referenz am Raum muss gemacht werden. Das heißt doch einfach nur für ihn zu hinzugehen zum Beispiel. Und das kann aber auch Sinn, es gibt nämlich auch Flohen, die nicht mal Feld sind. Es gibt den Stengelmann zum Beispiel, der große Stengel sind oft nur benannt. Wir sind Flohen, wir sind hier in der Rue du Kirm. Nicht mit dem Felsen ganz klar. Dann kann ich einen Ausflug machen. Vielleicht sei ja, also Kirm als ein Altwort für einen Stroß zu bezeichnen, was natürlich witzig ist, halt zu Stroßen. Stroßen noch selber ein alter Platz mit dem Kirm. Kirm als ein so nicht mehr erkältet wird. Das ist auch interessant, dass das dieselbe Etymologie wie Französisch wird Chemin. Ganz klar. Was aber muss so, tut wahrscheinlich einen keltischen Ursprung. Und da muss ich auch so ganz klar so ein Gallisch, also nicht keltisch allein, Gallisch ist speziell die Version, die hier geschwärzt ist. Das ist aber so, dass Eistwirtchen nicht aus dem Gallischen kennt, mehr über das Latinisch. Und das ist dann ganz interessant. Muss ich aber so in die Kirme gibt auch in Spanien und die gibt auch über viele andere Plätze, wo natürlich auch keltische Varianten geschwärzt sind, aber nicht dasselbe wie hier. Aber auch römisch oder lateinisch geschwärzt ist. Und das dann durch lateinisch, wo sie so Sachen verbreitet haben. Und das ist ein schönes Beispiel. Hier haben wir immer ein schönes altes Beispiel, was Leute normalerweise kennen. Hier ist ein Herr, den rasch schreibt, ob es E-Mail-Adresse, die für das Webinar angerichtet wurde, den Philipp Sussoy. Dann seht ihr, merci für den interessanten Webinar. Dann so mir merci, dass ihr da noch guckt und das euch interessiert. Und den möchte ich am Anfang eine Referenz oder Fred, wie man im Holländischen ist. Es gibt viele, was der Deutsch und Französisch geschwärzt. Dann vielleicht ist das auch relativ logisch, wenn ein auch nicht Spruchhistoriker ist, für da Konnexionen zu sichern oder an die Etymologie, für da sich an den Rimm zu fangen. Aber wir sind Benelux, Holländer sind eigentlich ganz nah und nah, sondern aber auch weit weg. Was kann ich dazu sagen, zu den spruchfamiliären linken Lehren, die es mit Holland gibt, wo doch vielleicht ein Beispiel von dem Wort gibt, wo es am Holländischen an dem Sinn Heiner River kommen, also da wo einfach ein Lehren besteht. Also, klar, ich bin schon nur gedacht, mein Doktor habe ich zum Beispiel nicht mal da durchgehend für. Einfach rauszugucken, was geht nicht für Gemeinsamkeiten. Das möchte ich auch so an der historischen Spruchwissenschaft jetzt zu wissen, wie sich das selbst entwickelt. Und sei den ganz Kloalien, die Silo zum Teil filmial wie ihr meint. Also zum Beispiel Holländisch Spruch, wie Holländisch politisch filmial wichtig war, hat quasi keinen Abfluss gehabt. Also kein Immanenten, den irgendwie wichtig ist für uns. Gehen aber gemeinsam Ursprünge. Muss ich da so an. Historisch gesehen, und historisch meine ich nicht historisch aus der Spruchwissenschaft raus, mehr aus dem Pfarrer raus, aus Lützeburg nochmal ein Minderheit Mitteldeutsch angestuft gehen, wo Muselfränkisch, das ist eine Variante vom Mittelfränkischen, was zum Mitteldeutschen gehört. Da muss ich da gesehen, den Unterschied zwischen Platt und Hechdeutsch. Das heißt, just dat, den Unterschied zwischen P und Pf, zum Beispiel, wie Pot und Pfote, dass sie so Sachen, dann die Hechdeutsch-Lautverschiebung. Mit einem Beispiel, du fällt mir an, schon auf der Uni ein Kämisten tut Schank, oder Misten wollten, das ist ein Aufruf gekommen, ist so nicht der Ursprung vom Wort Schank. Das ist so, am Deutschen gibt es das Wort Schinken. Das
Aber so, dass alles für Schank mit dem Wort Schinken etwas zu sehen hat, dann noch nicht. Es gibt eine Zucht laut Entwicklung, die regulär ist am Lützebüchen von einem I zu einem A, von allem bei einem N. Wir sehen das am Wort and, und wenn wir vergleichen mit Deutsch in, mit dem kleinen Wirtchen da. Das geht dann durch. Das heißt aber nicht, dass alles für Schank direkt Schinken ist. Und da muss ich dann weit zurückgehen. Und da finde ich heraus, dass gerade am allen Holländischen und auch am allen Friesischen genauso Variante von dem Wort Schank in Schunk zum DOS nach, also das ist natürlich dasselbe, was dieselbe germanischen Ursprung hat, wie das Wort Schinken, aber eine andere Aufleitung. Du hast da wichtig, an Details heranzugucken. Aber wenn man an Details heranguckt, da gesagt, in das Lützeburg gerade bei dem Wort echt der Pendant hört zu dem, was Plattdeutsch ist, was Friesisch ist, was Holländisch ist, und nicht zu dem Hohdeutsch. Und du gesagt in so Sachen, mit ganz anderen Details. Kann das dann auch ein bisschen eine Erklärung sein, für was ihr so gut Holländisch oder Flämisch stilweise versteht? Also auch von den guten Schwätzen oder guten mit von den Java nach Hallefels rum. Das Germanisch, gebe ich einfach dazu sagen. Also, da tut er auch von der. Also, ich bin lange in Thüringen gewohnt, in Deutschland, weil ich da studiert tun. Aber wenn du auf Land geht, da das auch Mitteldeutsch, da die ganz andere Seite. Du verstehst dir ganz viel. Also, ich bin witzig, von schönen kleinen Füßen, ich bin dem ein Video vom Fausti gewesen, weil. Weil ich dann hin und her gelernt habe. Da war ein Kommentar dabei von einer Frau aus Thüringen, die hat da witzig von der Faust die Blitze, wo ich gesungen habe, dass sie so viel davon verstanden hat. Und das ist dann so gesagt, diese Sachen. Das alles ich in sich meine Familie, das sind immer so kleine Stecker, wenn ich vom Allenglischen auf modern Schweizerdeutsch geht, dann ist das nicht so einfach. Ja, wenn ich die Stufen dazwischen habe, da geht das ganz einfach, ja. Wie Gast Gröber schreibt, da ist, kennt ihr die Origin vom Wort Leitzgeheier? Kurz erkläre, wann ich klifft. Ja, ich gebe einfach mal so, wir hören da mal ab für mich spät. Das hat mir selber zwar schon über den Weg gelabert, wo ich aber selber dann nicht dazu geforscht und keine Zeit dazu habe. Von der Tagging der Lava, gebe einfach so, und das setzt mal auf Licht drauf. Das ist nämlich auch so, dass man die Wirder von der Wunsch wieder. Dass man mit denen aufhängt für die Etymologien, dass nicht so, wir wollen keinen etymologischen Diktionär machen von A bis Z, mit das, was Leute interessiert. Wir haben auch schon viel Aufruhr gekriegt, seit ich heim bin. Ganz oft, wo kennt das da wird hier und so, da gibt es dann normal schnell eine Antwort, wenn es geht, dass Leute sehr eine Antwort kriegen. Aber da können wir mal auf die Lust für die, denke richtig solide Wirtschaft gehen. Und dann, wenn der Herr mit dann lebt, setzen sich das Wörter auch mal auf die Lust und dann. Kennt ihr dann irgendwann eine Melodie? Das ist gut wird, das ist schön wird. Das ist ein ganz schön wird. Ja. Flo, ich komme auch ein froh ran, wo die Strassen um ob da rum hier könnt. Aber was bedeutet? Ob da rum, ja, den haben wir ja paar Mal. Das kommt aus dem Duchbetrieb. Also das ist ganz spannend. Wir haben auch an der Stadt den Plateau du Rahm zum Beispiel. Und dann hat der Rum, da tut Rahmen dran. Das gemengt sind Rummen, die geholt sind, für Duch zu bespannen. Und das so etwas eben wichtig war, gesagt, denn zum Beispiel an der Fels war bekannt als ein Duchproduktion in der Stadt. Und den Jean de Blanen hat schon damals vier Rummen. Da fehlt es akkordiert, dass sie die den Hund für durchzusparen, für ihn nur durchzumachen, zu wolken und zu verkaufen. Das war etwas, was finanziell und ja, ökonomisch extrem wichtig war. Du kennst etwas hier. Vielleicht noch ein paar Flower nehmen, sonst rausgegraben oder sonst käme ich hier rakret. Keona. Keona, ja, das ist ein. Es gibt nicht nur den Keona, es gibt auch den Schof, sondern was sich du an dem Onna, also das ist das immer Kei oder Schof. Was gießen Menschen doch noch, wenn ich mich richtig erinnere, den Onner als den Inner, den du dran hast. In einer anderen Form, durch das, wenn zwei auf Feld getrieben gehen, als das nicht wie, boah, hau doch zum Teil nicht, wenn weder gut ist, bleibt hier auch noch durch. Aber das war früher ja auch nicht. Die Stellen waren auch nicht, oder das Gaufen noch zum Teil kein. Und wenn man nicht schlecht weder war, und die zwei müssen ihnen zueinander kommen. Und dann die Kei-Onner-Dealer, das waren oft Plätze, wo zwei irgendwie konnten, entweder für unter Kehl oder für unter Netz oder irgendwie konnten innerstehen. Du verhältst eben Kei-Onner, dass sie irgendwie geschützt sind und einem Fein nicht futtig geht. Wie ist man Backischt? Backischt, ja. Zuerst mal backen sie die ganz klar. Es ist erstaunlich, dass die Flower nehmen meistens außerhalb vom historischen Dörfkehr finden. Und da muss ich auch historisch so, weil die für sie aber viel gewusst. Da wo ich abgewusst bin, geht da doch ein Backischt, und zwar ganz weit weg schon mal ein Dörfkehr.
das ist mittlerweile quasi dran. Aber das kennt du hier, dass so Plätze sind oft nicht mehr, mehr oft geholt gehen, wenn, also von Geschirr gebrannt gehen, also Geschirrmengen, Geschirr für Zessen, also Tellerin, also Sachen. Und das ist ein Prozess, den relativ lang dauert, ich war pro Dezember raus, und das ist auch etwas, wo dann Tütz mit dran ist, wo dann doch, wie gesagt, die wird durchgehen, dann noch mal zickert, und das ist nicht, was der bei den Häusern hat. Was das dann auch so oft außerhalb gemacht hat. Das kann so dort Plätze gemacht gehen, wo sowieso schon natürliche Leben da war, für das Leben, das müsste rukaren. Und du kennst das doch dann durch hier. Das ist nicht nur klassische Backen, was wir heute kennen, eine Kurve da überholt, das ist schon ziele Backen, genau, ja. Industriell Prozess in dem Sinne. Ja, ne? Ja. Dann Bonaparte Sketchen. Das ist ein Flotten, das ist eine volle Systemologie. Das ist die Fasse Flott. Das ist ein Jardin de Napoleon, das ist ein Iversat. Als Bonaparte Gärtchen daneben, und das dann der Bonaparte erst gemacht gehen, das auch ein, die gehen zu zwei oder drei Plätzen, die irgendwo weißt du, die ist schön aufgegrenzt, du, das den Kollege von Archäologen, die auch in Flow an ihm schaffen, hat mich darauf aufmerksam gemacht, das ist ganz flott. Das tut eben nicht mit Bohnen zu denen, weil man den direkt, okay, weil das ein Garten dran ist, aber das ist vorgesehen von der neue Interpretation, das ist ja Jardin, okay, dann ist es ja Garten, okay, dann ist es gut. Ja, dann ist es die, das mit Bohnen und nicht fürs Part noch mit dran bleiben. Dann denkst du, ja, was mit der Part sind, also geht denn da ran? Mit das effektiv kennst du hier, dass der Jardin Napoleon so benannt ging, das hat das auch schon so benannt gehen, weil, du dann die Franzosen in der Besatzung nicht in Sinne gestanden sind oder so. Und die sind dann nur Napoleon benannt, weil so ist ja nicht, dass Napoleon oder wie auch immer heißt, dann werden wir einfach nur Napoleon. Wie ist mit Wanger oder Wingert? Das sind Weinbierger. Also auch die Garde ist auch da mal dran. Die Garde ist etwas, was ganz anders, was prinzipiell ein Areal bezeichnet, was aufgegrenzt ist. Das ist interessanterweise auch am russischen Wort für Staat mit dran, Grad oder Grot, den man wo in ist. Petrograd zum Beispiel, das ist ganz klar, das ist aufgegrenzt. Bei Eis und der Flur nimmt genau an der Bedeutung nach, dass eben ein Areal ganz oft wird dann zu einer gewissen Kultivation da durchgehen. Also den Wangert da dran, also schön, da kann man alles verschaffen. Du hast zum einen den Wengert mit dran, du hast den Lautwandel von I zu A dran, von Wingert zu ganz Alwingart zu Wingert. Zu Wangert, in und an, wie ich so gesagt habe, das tun wir dran. Und die Formen Wangert sind prinzipiell die Mial. Und anhand von der Flur, ich kann zum Beispiel auch gesehen, dass am ganzen Land viel mehr Wein produziert gehen, also nicht viel mehr, mehr viel mehr Plätze Wein produziert gehen als wir heute. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Ich weiß, zu mir, ich denke, sieht ihr am Wangert, wo ich so, und dann hast du wahrscheinlich dann auch Wein produziert gehen. Also ja. In Südlach, das müsste eigentlich eventuell klappen. Da soll doch Häuser stehen, ne? Dann ja. Vielleicht noch ein Lächte, das könnte die Äschere interessieren, Brill? Brill, ja. Geht das nicht nur zu Äschme, durch ganz Land, geht das übrigens auch bis Hannen, Thüringen, zu Erfurt, geht eine große Brillstraße, kann ich mich erinnern. Das sind von denen wir da, die keltisch sind. Wo immer gesagt wird, keltisch. Da muss ich sagen, okay, geht wahrscheinlich die beste Etymologie als eine gallische Etymologie, sind wir im Dom, das ist ein Wort, was wir vom Lateinischen haben, nicht vom Gallischen direkt, das ist ganz klar. Und was sich auch ganz, ganz verbreitet wird, das ist eine Form Broilo, Brogilo, was wahrscheinlich etwas man Wort Mark zu tun hat, dann Deutsch Mark, was auch nennen eine Angrenzung bezeichnet quasi. Und Brillen haben also ursprünglich dann auch im zeugten oder angegrenzten Teil bezeichnet. Sie beweisen aber in der Flow annehmen ganz frisch und geholt, die besser wissen, die mehr säftig wissen. Eins davon ist das dann auch, das ist meistens dann nicht so gewesen, mehr, dass die Sumpfwiese gewesen mehr. Die war wirklich die mehr säftig und die waren dadurch besser, weil viel besser gehen als und da gehen doch, sind entweder mehr Steuern drauf oder die sind dann in dem Herder geheiert oder so Sachen. Länger Sommerserie an länger Lützburg der Jahreszeitung war auch Schnuddelmeer thematisiert gehen. Was der Teufel ist das? Schnuddelmeer, ja. Das, ich wollte eine Zeit lang meinen Dissertationstitel so hören. das ist einfach schönen, also ganz schönen. Das sind in Topos, die in der Flur nehmen, immer rumkommen, nicht nur bei Eis, auch überall Flur nehmen sie ja nicht nur selbst, was Lützburg ist, also selbst, was in Deutschland geht, prinzipiell auch an Frankreich gehof, da das für mich frei aufgestürzt, kein Lorem. Schnüdel mir den echten Teil aus Rotz, ganz klar. Ne? Das ist aber echt metaphorisch gedurcht. Und da das durch den zweiten Teil, also das bedenkt mir, als nämlich kein mir, mehr das ist eine Mauer in dem Sinn.
an den Schnüdel Rotzmauer, als dann du, wenn du musst dir vorstellen, wenn du da durchgeht, dann möchte er so. Also die stapft da durch, wie auch immer. Und du kennst das eben kein Wasser, mit das relativ viel Bulli. Und du kennst dann die Idee vom Schnüdelmeer hier, damit das eine wunderschöne Flow hat. Weil ich nicht unbedingt durchschlafen, wenn ich mir nicht so lauschte. Ne? Die Etymologien, die sind eine große Chance, weil du alles dann nur willst. Er hat gesagt, du nicht unbedingt ein Diktionär, den da vielleicht Digger schwer zu verdauen, in dem Sinne, als für das dann durchgeplant. Ja, also, wie das haben wir gedacht, wir werden die Etymologie in Ugon können nicht alles mal daneben machen, aber wollen auch nicht bei A aufhängen und dann irgendwann ein paar Jahrzehnte beim Zent U kommen sehen. Das wäre nicht so spannend. Das heißt, wir fangen da an, was die Leute gerne hätten. Wir fangen als Basis an mit denen, die wir hier an der Publikation dran haben. Aber wenn, wie Loenisch der Gastgruber Wunsch hat, dann analysieren wir die natürlich prioritär, weil das nicht mehr, das mehr flott zu schaffen, wenn wir wissen, da wartet schon eine Menge Erklärung, das ist motivant. Da wissen wir dann auch direkt, du hast ein Besuch da, du hast ein Interesse da, da kann man uns nur denen richten. Ziel ist natürlich, dass alle die Ärmsten, also wir verstehen das quasi, alle die Ärmsten, die hier im Center gemacht gehen, sollen so einfach wie möglich nach außen accessibel gehen. Und der beste Weg für das zu machen, ist natürlich, dass man die Etymologien an den LOD daran integrieren, wo ihn dann neben dem Audiofichier, den Übersetzungen und all den anderen Beispiel setzt, dann auch kann als Supplementarinfo etwas über die Etymologie gewogen. Also das ist der Plan, den werden wir abschließen. Da werden wir bei einzelnen wieder Misere sind, bei anderen Milieus, wie den Samet auch gedeutet hat, da bei sind sich Zentren aus, mit anderen gehen dann eben Misere. Wir waren natürlich ein Nofrau da, aber wir merken wirklich, dass man bei vielen wieder schon ein Nofrau da ist, dann ist es natürlich encourageant für die Projekte umzugehen. Muss ich vielleicht sagen, dass ein LOD ist wirklich ein Prozess, den eigentlich nie fertig ist. Das heißt, wenn die Nummer um wieder die ranholen wollen, da sind Etymologien dabei, ist noch nach einer Sache geplant. Das heißt, das ist eigentlich doch die Fede von einem Online-Diktionär, ja. Das nie muss finalisiert gehen, wo ihn auf die Knöpfchen direkt so drücken machen. Also hast du für die nächsten 10 Jahre muss so gut sein, dass man eigentlich immer kann, ein bisschen auf die Licht geholt gehen, ausgebaut, verbessert gehen. Das ist eigentlich auch die flotten Aspekt von einem Online-Diktionär in dem Sinne. Das hat immense Avantagen als Diktionär, den man permanent kann weiter verbessern, weiter ausbauen. Und das ist natürlich so gesehen ein immens gutes Zeichen für die Lützburger Sprache, dass ein Diktionär unserer Meinung nach nie aufgeschlossen kann, weil wir einfach noch viel gucken und ganz viel neu wieder abholen. Nicht nur unter dem Eindruck von der Pandemie, von Corona, sind ein paar die neu wieder entstanden, viel Englisch wieder rankommen. Teilweise wurde das kritisiert, teilweise war das inevitabel, dass sie abgeholt wurden. Wir schaffen die wird ob die bis mehr ansehen, dass den einfach nach durch ein LOD auch kann helfen, wenn ihnen Aktie will bei mir einen Text. Aber neben dem Inhalt evaluieren natürlich die Funktionalitäten, die ich kann dabei setzen, in den Lohr in letzter Zeit am LOD ein bisschen gesurft hat, den hat gemerkt, dass man punktuell Änderungen gemacht haben. Und das ist natürlich schon flott, wenn ihnen da etwas hört, was ihnen kann matt gestalten. Ich meine noch, dass das die größten Avantages von einem Online-Tool, den dem Novei auch weisen kann, dass der ganz reaktiv kann sein. Also als Prozessor sehen wir garantieren eine gewisse Qualität, dafür brauchen wir eine gewisse Zeit, aber wir sind einfach mängelisch, wenn man in die Diktionäre guckt, ziemlich auf Zack. Vielleicht willst du noch sehr ein bisschen Reklame machen, wenn Leute froh haben oder Revue gerne hätten eine Melodie, wo sie da rausschicken können. Ja, also auch neben dem Webinar von heute, wenn ihr Input hört, wie heißt die einfachste Mailadresse aus lod.lod.lu. Wir machen dann da intern den Dispatch, also mailen, dass nach einem Wort fehlt oder dass ein Wort Sinn irgendwo fehlt, der kriegen wir regelmäßig und wir probieren die natürlich auch zu sammeln und aufhören wir es auch aufzubauen, ja. Die Freunde, die ein bisschen rundherum sich lauscht, dann noch vielleicht junge Leute daheim, also kann er heute, merkt, dass er die Sprache immense Wandel am Gängen zu machen.
Aber die sieht ja alles ähnlich los und wie ein Spruch Police. Ich meine, sieht man soll so schwätzen wie in dem Mund gewohnt ist. Ich meine, so eine Publikation wie die Wortschatz soll ein bisschen Lust machen. Ja. Vielleicht auch ein Nebenaspekt, dass wir da ein bisschen mehr an den aktiven Spruchgebrauch kommen. Mhm. Aber ich meine, das ist klar, dass ihr keine Vierschrift in allen zu schwätzen hat. Aber das ist aber ein interessanter Aspekt, wenn ihr guckt, wie die Jungen sich ein bisschen der Spruch unholen, wie sie sich adaptieren und hier müssen wir dann auch bei Englischtermen natürlich mal dranholen und so weiter. Also das ist auch, wo da ein bisschen um Radar hat oder wo da auch schon ein bisschen vielleicht die Monte kriegt oder die Idee hat, wie man dann LOD sich abzuholen. Ja, also ich könnte nur ein ganz banales Beispiel holen, wo sich wahrscheinlich Meinungen geht darüber schäden, wo man das Wort lieben, weil den Haut wirklich viel an DAX heiert, a priori ja ein gutes Zeichen ist, von das wird viel benutzt in unserer Gesellschaft. Wir haben am Lützburgischen Leben, als aber manchmal ein bisschen verelst, heiert den nicht mehr so viel. Wir haben froh sind wir denken, wir haben gerne haben. Lieben ist vielleicht ein bisschen mehr kurz. Das bringt mehr auf den Punkt. Das ist nicht am Diktionär dran. Ich meine aber, dass ich nicht früher oder später muss dann abholen. Das heißt aber nicht, dass wir eine Rekommendation für das Wort einschätzen, dass ich es benutzen soll. Wir lieben uns einfach, dass ein langes I dran, also den wir nicht mit I schreiben, den aber im Deutschen so geschrieben wird, das heißt, dass eine orthografische Schwierigkeit dran. Und auf diese Menge sind wir sonst sehr in eine Antwort zu gehen. Und da wollen wir dann auch helfen. Da kommen wir natürlich an den Dilemma, holen wir ein Wort ab. Hier steht dann, wir haben es offizialisiert oder wir rekommandieren es. Nein, das heißt das nicht. Aber das ist mal eine Hilfestellung, weil wir einfach in der Hinsicht durch einen deskriptiven Approach haben. Dasselbe gilt für so eine Publikation wie heute den Allerjauven Zuckerbauen. Das soll Lust machen, wie das richtig gesagt wird. Das heißt nicht, dass die Wörter muss benutzen oder dass die einen Wörter gut sind und die anderen Wörter die schlecht sind. Das ist wirklich, also Polis sind wir nicht, wollen wir nicht sehen. Manchmal ging auch nicht springen, aber es geht darum, ein Incentive zu machen an den Interesse, muss schon von den Leuten kommen. Und ich meine, dass den Interesse da ist und nicht mehr so gut bei den Lützburgischen Mammensprachler, wenn ich den Term darf benutzen, Mailen haben nicht bewiesen. Viele Leute, die von außen kommen sind, die interessieren sich auch für den Spruch und das merken wir auch und die entdecken auch Sachen, haben sie da Finessen am Lützburgischen, die vielleicht einfach mal überseht. Wir haben den American in Luxemburg, den Fabel hört für die längste Wörter oder die längste Wort durchnehmen, die wir haben. Ich fand das einfach genial, für zu gucken, wie du mit welcher Passion und mit welcher Approach verschiedene Leute sich Spruch rugen. Das haben wir ja auch hier gesehen, also den Sam, ich kann ganz nett durch schwätzen. Ich ging auch ganz nett durch nachlauschen, weil ich vieles immer gewöhnt bin, wenn ich ihm nachlauschen. Und das ist einfach flott, wenn ein politischer Rückgewand hört, wenn ein gesellschaftlicher Rückgewand hört, wenn er nur noch Leute hört, die sich dafür interessieren, sowohl hinter der Kulisse wie für drin, nur draußen am Publikum, dann ist natürlich flott schaffen. Just vielleicht für das nicht falschen Eindruck an dem Sinn entsteht, also an dem neuen Buch, was rauskommt, also da könnt, wie gesagt, das an den nächsten Tag an die Librarien zu kriegen für 10 Euro, geht nicht um von die Etymologien angegangen. Ja, da muss ich wirklich sagen, klar, so nicht, dass nur den Eindruck entstanden ist, dass wirklich eine reine Übersetzung eigentlich, so mal wie am LOD, sind noch Satzbeispiele dabei, wie man das Wort kann gebrauchen. Mit dem Ursprung vom Wort, das eigentlich nicht erklärt, wie da schon erklärt wurde, allen zwei, dass die Projekte, die an der Macht sind, wo da ob die eine oder andere weiß, wird darauf angehören, sie wird am LOD selber, also am LOD.lu, am Online-Diktionär selber, sie wird dann andere Publikationen, die nach Werte kommen. Just für das Kilo sieht, ja, was da los ist. Enttäuscht das, ja. Also den Alabas sind die Artikel aus dem LOD, das ist auch mit den Übersetzungen, weil wir ganz gezielt wollten, Mehrspruchigkeit unterstützen und auch das beibehalten, für auch da eine Ouvertüre zu signalisieren. Das sind Beispielsätze und dann kommen natürlich die Farben und Illustrationen dabei. Aber wichtig zu betonen sind, die Etymologien sind nicht dran, aber es steht dabei, wir haben das auf dem Radar, dass die sollen an LOD kommen und
Das wäre schon mal ein guter Anfang. Das Luxemburger Wörterbuch, da steht, dass da vier Bänder natürlich ein dicke Brocken und die dort angefangen, effektiv wieder aus dem Wörterbuch an den LOD zu integrieren, so als die wieder dann zu markieren. Einfach für so ein, voilà, das vielleicht, wenn den so mal als Ausländer, wenn der Spruch vielleicht nicht so mächtig als ein Wort ist, dann finde ich eine ganz alte Version von einem Wort, wo der eigentlich am Spruch gebraucht eine ganz andere Version geht, wo ihn da vielleicht komisch geguckt wird, wenn ihn das gebraucht, ja. Weil Lützburg es mal so gut nicht versteht. Das ist schon wichtig, aber die Wörter zu markieren. Wir haben auch da den Prozess angefangen, für die Wörter mal abzuholen und für sie zu dokumentieren. Genau, also die Wörter, die verheilt sind natürlich auch markiert, effektiv für gerade dazu zu evitieren, dass den haben auch komisch geguckt, wenn man ein ganz altes Wort an einem ganz modernen oder komischen Kontext benutzt. Was den LWB, die Luxemburger Wörterbuch, angeht, ich meine, wir sind also eins, dass es ein immens grosser Fundus ist. Und wir hatten hier, auch hier, wir müssen ja einen Weg finden, wie gehen wir da drin, wir können das nicht hineinsetzen und die ganze Arbeitsstunde einkommen machen. Oder die Teilkeller und den LOD dick sind, das geht nicht. Aber wir haben hier einen guten Weg gefunden. Duni hat ja den Luxemburger Wörterbuch online gesagt. Und Duni hat uns gesagt, wie wir gehen am meisten Gesicht. Naja, das war natürlich ein guter Upack. Die ist damals angefangen und wir haben mittlerweile 300 Wörter abgeholt. Wir haben aber die Wörter abgeholt, die auch nach unserem Komitee der Lektüre bekannt sind. Das heißt, das ist nicht einfach, dass wir gegen aufschreiben, sondern dass wir die auch noch aus dem Spruchgebrauch können nachweisen oder kennen. Und dann haben wir, wenn sie am Diktionär dran sind, auch einen Link gemacht auf den betreffenden Artikel von der Online-Version vom LWB. Das heißt, dass, wenn da noch mehr Informationen dran ist, dass ich das dann auch noch kann finden. Das heißt, wir haben ein bisschen mal verknappt, weil man schon auch für den Utilisator ganz komisch ist, wenn ich da hin und her springen. Dann hat der Minister auch ein Werbebuch aus einem Video angeschaut. Doch da ist ein Projekt an der Mare, ein bisschen am Suivi von der Orthographie. Was kann ich da tun? Ja, wir haben hier schon einen Dummy Lion. Wir waren auch schon da an und drin, um Roll-Up, ein bisschen Reklam. Dafür, das ist ein ganz praktisches Buch, was wir hier an der Pipeline haben, wenn alles klappt wie geplant. Bei Corona weiß ich nicht immer, aber wir gehen mal davon aus, dann ist das für den Dezember da, oder am Anfang Dezember da. Auch das ist ein Produkt, wo wir als wie soll ich sagen? Wir haben den LOD angezapft, für alle gut Werbung daraus rauszuziehen. Das sind da ein bisschen über 6.000, die haben alle gut dran. Mit ihren Stammzeiten. Und dann haben wir einen delikaten Exerziz probiert. Wir haben nämlich geguckt, nach wie viele Mustern oder Paradigmen funktionieren die Verben. Also hier Konjugation. Und dann haben wir die einzelnen Mustern, die wir unterscheiden konnten, die aus der Wertfahrer für zu unterscheiden, rausgefiltert. Da sind wir bei 82 gekommen. Da haben wir 82 Mustertabellen dran. Das heißt, die Lust von den 6.000 Verben haben, verweist, also all Verb verweist, und verweist dann auf eine Mustertabelle. Und wir meinen, dass es ein ganz praktisch Hilfe ist, also ein gutes Suivi von der Lützburger Orthographie. Dafür gesagt, es auch an demselben, also an demselben Genre. Und sind da natürlich gespannt auf den Feedback. Und ich denke, das ist ein echtes Upload, dass man da konstruktive Feedback kriegen von Leuten, die damit arbeiten oder die nach einer wieder haben. Auch da machen wir natürlich dieselben Exerzis, wenn noch Verben fehlen, forcément fehlen Verben, oder finde ich noch ein englisches Verb, von denen vielleicht regelmäßig benutzt, was man noch nicht dran haben. Da geht das natürlich auch an den LOD abgeholt. Ich finde ihn dann natürlich am LOD und noch auf werbe.lu. Ich habe für ein paar Dich noch ein bisschen Rellam gehabt, den hast du mir dann. Was sieht das über das letzte Mal Werbe da? Ja, wir schaffen mehr gewissenhaft wie die Bücherell. Ich muss ihn als du dann zu gut halten. Nein, ich meine, Spaß beiseite. Also, der Bücherell könnte bei einer ähnlichen Quantität von Mustertabellen, es gibt ja nicht nur eine Bücherell, sind da pur. Wir haben nur geguckt, dass eine um die 80, der andere liegt über 100 Mustertabellen dran. Ich meine, wir haben eine flotte Mise en Page, die hätten wir ein bisschen mehr zusammendrücken. Wir wollten Schriften aber nicht noch mehr klein machen, haben weil die Lust von den Verben viel Platz anhält. Also ich ging meinen, dass es viele Leute ein ganz praktische Hilfe kann sein. Und es weist aber auch gleichzeitig, wie komplex Verben sind, also die Flexion von den Verben am Lützburgischen, da den du nicht einfach so, man hört gehen fünf Regeln und dann da weiß ich nicht alles mehr.
für einen, den ich muss lehren, das hört jetzt schon an sich. Und wir wissen wirklich, wie wir schwätzen, wenn wir den Exercise auch denke, quasi neu gemacht haben. Aber dennoch klar, musst du entwerfen am lod.lu, sind noch die Tabellen, also genau. Wenn ich darauf klicke, kann ich auch Tabellen für die Konjugation. Ja, also den LOD ist in der Hinsicht sogar mehr komplett wie die Pavayens-Version, weil am LOD ist im Prinzip all Verb komplett konjugiert. Wer den natürlich nur hier, sonst werden wir ein bisschen dick im Buch nicht kann machen. Da wäre auch ein bisschen der Reiz von der Verweisstruktur fort. Wir hatten gesagt, wir geben eine Stunde ungefähr, aber wir sind noch eine Stunde und eine Feierels. Vielleicht noch für Schluss zum Mensch gucken, denke sehr, ob man nach eventuell Mail in Rakret tun. Weil das heißt, das Projekt ein Werbebuch als Spruch ist zu schreiben und an andere Sprachen. Das sind Projekte, die ja ganz nur in Zukunft vielleicht, ein bisschen einen Ausblick auf andere Projekte und denen das schafft, die in den nächsten Mainer Jahren kommen. Ja, es gibt eine Party. Ganz konkret haben wir an unseren Missionen natürlich da und da ein bisschen eine Grammär. Das wird aber ein bisschen, das wird wirklich noch mehr lang dauern. Wir schaffen da ein Mann, wir streben das ganz präzise am Gang zu schaffen, ganz konkret und einem linguistischen, also auch Grammar, mehr auch linguistischen Input für den Lützburgischen Kur, den ja in einem Newskrit für den Center, dass den da ein Teil kann mat liefern. Für den Rest gibt Grammar einen langen Prozess, den man eigentlich gerade so sollte machen wie die Orthographie, weil ich die vierbildlich noch immer fand, mit vielen Leuten von außen angebunden, der Publikum konnte sich melden, Experten konnten sich melden, dass man das gegenüber die selbe Stewe machen. Dann haben wir natürlich auch vieles den LOD nach mehr user-friendly, für dann einen Kielitz zu benutzen. Zu gestalten, dass ich vielleicht das sich noch mehr elaboriert wird, was manchmal viele Leute ging helfen, wenn ich dann auch autonom kann, auch mit komplexen Recherchen machen, alle gut wie das ist, in Schwedisch hat eigentlich alle gut die Gesicht mit WL, das geht im Moment noch nicht, aber dann kann ich auch selber machen und dann merkt man, da gibt es so viel in anderen Bowling. Dass ihnen die Leute selber noch mehr ein Geschirrkast gibt, wo sie können, sich mit der Sprache beschäftigen. Dann haben wir noch ein paar die punktuell Arbeiten an der Markt. Der Minister hat, wenn ich mich richtig erinnere, die Übersetzung von der Verfassung auf Lützburg, angeschaut. Also ich meine, dass das Arbeit so bald nicht wird ausgehen. Und ich denke noch, dass so Webinare wie das hier dazu feiern, dass man nach mehr Fragen gestellt kriegen. Wir kriegen da schon relativ viel. Und wie das Hamid hier gesagt hat, auf verschiedenen Sätzen ziemlich lang, wenn man sie will beantworten. Ja. Andere, wenn natürlich ein orthografisch froh ist, dann geht das vielleicht ein bisschen mehr sehr. Aber das, wir sehen das aber wirklich als eine von unseren Kernmissionen, den Echange mit den Leuten. Wir sind keine Blackbox, wo ihr irgendetwas rangehört oder wo ihr irgendetwas noch rauskommt. Nein, wir sind ein Open House für einen dynamischen Spruch. Und wir genießen das, wenn wir an einem konstruktiven Dialog mit den Leuten sind. Oder wenn wir natürlich auch heinst du intellektuell rausgefordert gehen, weil die Leute, also aus der Orthographie-Geschichte wissen wir, die Leute sind auf Zack. Wenn irgendwo etwas nicht präzise umgesetzt wird, die Leute fanden nicht und sie klappen erst dann empfangen. Und das ist natürlich, das ist cool, das ist schon genial. Und ja, wir sind dann eben probieren, es auch gewissenhaft zu machen. Die traditionelle Dikte war ja letzte Weekend, da wurde auch mit geschafft, in dem Sinn für die Orthographie, im Sinn von der aktualisiert, die dann zu verschaffen. Gibt es da noch Remarken von den Leuten oder irgendwie? Ja, sie waren natürlich drum schwer. Der Jamp hat Diktat gemacht. Der Jamp Schuster war sich hier da links ein bisschen so mit Kokasse setzt zu wehren. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen eine Interpretationsfroh. Wir haben dann auch geholfen, die 20 erst angemeldeten Dikten zu verbessern. Also die Leute, wir haben wirklich ein paar die Leute, die wirklich ganz fit an der Orthographie sind. Also keine Rakommen, die ganz fehlerfrei waren, mit sind aber ein paar die Rakommen gewesen, wo wirklich nicht viel Fehler war, wo ich nicht viel auszusetzen hat. Vielleicht konnte ich daheim mitschreiben. Ich meine noch, dass die so sehr herangeschrieben haben, haben auch nicht noch alles kontrolliert und am LOD und am Spellchecker, weil wenn ich weiß nicht mehr genau, wenn ich eine Viertelstunde noch herangeschickt habe, da war ich nicht mehr unter den 20 Rechten. Das heißt, der Zeitfaktor hat hier auch noch gespielt. Wenn ich richtig am Bild sehe, hat am höchsten Moment 400 Leute den Stream
suiveiert gehabt, was aber viel ist, wenn ihr bedenkt, sonst Moyes, 10 Uhr für ein Diktee am Livestream sich abzurappeln. Also ein gutes Session an ja, flott. Also all die Aktionen, wo wir die können besser begleiten, machen wir das natürlich immens, immens gerne. Da gebe ich proposieren, dass wir auf dieser Platz abhalten und aus dem Webinar, dass wir zu machen. Ich gebe euch zwei Merci so ein. Das ist hallo Redernent, was an dem Sinne gestanden hat. Die Leute, merci, die aktiv und interaktiv mitgeschafft haben an die eine oder andere Frau rangestellt haben. Und ich will auch nicht repräsentativ für euch, also die zwei Sätze, die haben durch den Gesicht, auch wenn ich mit der Maske nicht immer von dem Gesicht unbedingt an voller Gräse kann schwätzen, wie ich meine Gag. Hier sitzen an dem Sinne zwei Leute von einer ganzen Equipe, die und alle guten, die nutzen das Projekt wirklich extrem aktiv mitschaffen und ich weiß auch, wenn sie mal die eine oder andere Nutzsetzung aus, wenn das Projekt fertig zu machen sind. Das heißt, ich will dann auch wirklich die ganze Equipe hier an Vertriebsstände von der Lust 2 hier sitzen, dass du wirklich eine ganz, voilà, ein ganz dynamisch und eine ganz engagierte Equipe an den Drohnen hast, die und all denen Produkte schafft. Das neue Buch, wie gesagt, demnächst an ihrer Librarie für 10 Euro zu finden. Das ist ein perfekter Kado für das Christbäumchen. Und auch all die anderen Produkte, die die Orthographie könnt ihr hier am ZLS bestellen. Die anderen Produkte werden dann auch die an die Librarien finden, an dem Sinne zu kriegen zu sein. Vielmals merci euch, die Bausse, wenn ihr nur geguckt habt. Oder ihr könnt natürlich auch am Replay zu allen Momenten angucken oder einem Kollegen oder einem Member einer Familie rekommandieren. Auch denen Leute, merci, die sich das dann am Replay angucken. Für weiter frohe Kontakt, als der Drescher Pummel gesucht ging, lod.lod.lu, könnt ihr frohe Remarken, Suggestionen ran schicken. Sie sind natürlich froh, dort zu helfen, wo sie können, und auch an denen Delayen, wie es möglich ist. Ich meine, das auch nicht immer. Wir machen, was wir können. Eine Stunde noch, vielleicht unbedingt eine Antwort tut mich weh, aber das viel, viel mehr daran gestartet, für am Kontakt mit den Leuten zu sein. Hoffentlich können wir so Sachen noch irgendwann am Präsentiell machen, also mit Leuten am Saal, wo dann auch nur vielleicht beim Patz noch ein bisschen Echange können stattfinden. Ich meine, dass man das flotzt, wenn ihr noch direkte Feedback kriegt, an dem Sinn von den Leuten. Aber im Moment, das hat schon leider nicht möglich, aber wir hoffen, dass es das geschwinderem geht. Da ging ich alle guten vielmals Merci so und eine schöne Woche. Dafür und allem bleibt gesund.